So Leute, tak, 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 tak. Willkommen zurück Leute. Das Sam geht weiter und wir sind natürlich wieder im Norden, weil natürlich, wenn ich einmal hier bin, dann zähme ich doch direkt mal hier die ganze Ecke, die man hier findet. Und diesmal werden wir uns einen Dimorphodon-Flugsaurier krallen. Diese, na, da fliegt er ja schon. Diese Dimorphodons-Saurier sind nicht aggressiv, wenn man sie nicht angreift. Und sind aber echt klasse. So. Böff. Das war's schon. Sind ganz tolle. Oh, da hinten sind viele Skorpione. Das ist nicht gut. Sind klasse Tiere für zum Mitschleppen. Also ihr habt diese Tiere könnt ihr ja perfekt auf der Schulter tragen. So, ich muss hier mal ganz kurz was reinpfeifen und werde mir mal ganz kurz meine Verteidigung holen, mein Kötzal. Weil das gefällt mir gar nicht, dass hier Skorpione jetzt plötzlich herumrennen. So. Hallo, ja, guck doch. Da bin ich. So. Ihr müsst übrigens, jetzt ist es nicht so einfach. Der Dimorphodon geht's ratzfatz, wird er wieder hellwach. Also ihr müsst wirklich so gesehen die ganze Zeit bei dem Dimorphodon bleiben. Ich versuche das jetzt natürlich ein bisschen in der Nähe mit Primate. Ihr seht, wir sind schon fast auf die Hälfte angekommen. Ihr müsst also immer bei dem bleiben. Die Dimorphodons könnt ihr auf der Schulter tragen. Die kämpfen von der Schulter aber auch schon mit. Also das heißt, wenn ein Tier euch angreift und ziemlich nah kommt, beißt der zu. Ihr könnt den Dimorphodon euch folgen lassen. Ups, ich mache das erstmal hier. Ihr könnt den Dimorphodon euch folgen lassen. Und wenn ihr euch dann folgt, könnt ihr dem Dimorphodon einstellen. Entweder er soll euer Target angreifen oder er... ja, ihr könnt ihn auch auf Angriff auf... also auf Pfiff. Ihr könnt den Dimorphodon... ein Ziel zuweisen. Ihr könnt so gesehen zum Beispiel den Säbelzahntiger angucken, pfeifen und der Dimorphodon wird dann den Säbelzahntiger für euch angreifen. Die Dimorphodons sehen ziemlich klein aus, sind aber mega gefährlich, weil die meistens immer in einer Gruppe auftauchen. Sie sind mega wendig, mega gefährlich, weil die ziemlich stark sind und oh, der Primate dabei, wunderbar. So, ich fliege jetzt nochmal schnell zurück. Mein erster Flugsaurier, der Zero, wenn ihr meine ersten Let's Plays von dem Sam Let's Plays kennt, werdet ihr meinen Flugsaurier, die Zero 1, also Zero, noch kennen. Ansonsten, geht schnell runter. Ansonsten fliege ich jetzt schon mit meinen Adlern rum oder eben mit der Tante Käthe. Und ja, wie gesagt, dieser Flugsaurier ist von einem weißen Dimorphodon Level 18 getötet worden. Ich konnte da wirklich nichts gegen machen. Ich habe alles versucht. Der war so wendig und schnell und der kam auch anfangs mit einer Gruppe. Weil die sind ja, fliegen ja meistens immer in einer Gruppe herum. Und ja, ich hatte einfach keine Chance. Der hat mich ratzfatz. Der hat mich erstmal so verrückt gemacht, dass der mein Flugsaurier keine Puste mehr hatte und nachdem er keine Puste mehr hatte, musste er landen und der Dimorphodon hat dann ganz gemütlich den Flugsaurier von mir vernascht. So, schnell wieder zurückfliegen. Wie gesagt, nicht zu lange alleine lassen. Gucken wir mal, wie es dem geht. Also das mit dem Dimorphodon geht auch ziemlich schnell mit dem Zähmen. Da braucht ihr nicht lange für. Vorausgesetzt, ihr habt Primate. Gucken, habe ich jetzt Primate dabei? Ich glaube, nur eins, glaube ich, habe ich nur bekommen. Nur eins in 7 Minuten. Das reicht aus, um jetzt nochmal schnell loszufliegen. Schnappt euch größere Tiere. Nicht dieselbe sind Tiger, die Wölfe. Hier vielleicht die Adler, die droppen so gut wie fast, also fast immer einen eine Keule. Also Primate. Oh.
Mist. So. Ja, super. Zwei Keulen wird, glaube ich, reichen. Zwei Keulen wird, glaube ich, reichen. Okay, da ist ein Säbelzahntiger ziemlich nah bei meiner Zähmstelle. Den machen wir jetzt mal schnell weg. Das kann nicht sein, dass der hier... Okay, der hat natürlich wieder Mist gedroppt. Blöde Sachen, die kein Mensch braucht. So, ich kann mal das bisschen Prime mit wird reichen. Wie sieht es bei dem aus? Ihr seht, der ist wieder über die Hälfte runtergegangen. So, und jetzt werde ich mir nochmal angucken, wie sieht es aus mit dem Food. Ja, ich würde sogar noch was weiter runter hungern lassen, aber das Problem ist, ich habe dann sonst kein Primate mehr, das mir langsam dann Stück für Stück vergammelt. Also ich werde das jetzt einfach reinschmeißen und dann wird es so kommen, wie es kommt. So, alles klar. Das nehmen wir noch mit als Puffer. Das, das. Guten Hunger. Okay. Also ihr wisst, ein bisschen den Wanz voll beißen, seht ihr hier, geht es langsam hoch. Aber hätte ich jetzt noch zweimal Primate gehabt, hätten wir das ratzfatz gemacht. Ihr braucht für den Demorphodon übrigens kein Kibbel. Das reicht vollkommen aus mit dem Prime Meat und dem ganz normalen Meat. Ein Tipp von mir, nehmt euch die Demorphodons immer mit in die Instanz. Instanz sind die Dungeons. Ne? Mist, da war doch schon wieder gerade was. Kleiner Scheiße. Die Instanzen sind diese Dungeons, die Höhlen, die man hier sagen wir mal, spielen kann und wo man auch die Artefakte bekommt. Die Artefakte braucht man, um die Brutmutter zu beschwören. Und in der Instanz sind diese Demorphodons Gold wert. Man kann sie auf der Schulter, wie gesagt, auf der Schulter lassen und die kämpfen von der Schulter aus, was jetzt nicht unbedingt der große Renner ist. Oder ihr macht, lasst die Demorphodons selber fliegen. So. Lasst die mit Demorphodons selber fliegen. Und dann machen die auch den Rest. Aber braucht ihr natürlich einen Demorphodon von einem Level, der ein bisschen höher ist. Ansonsten könnt ihr es auch so machen, wenn ihr in einer Gruppe seid, zwei, drei, vier oder sowas, am besten mehr als drei, dann könnt ihr es so machen, dass der das Ziel angreift, was ihr eben haben möchtet. Und das ist eben perfekt für die Instanz. Oh, das ist ja perfekt hier, Primate ohne Ende. Komm mal hier. Komm her, komm her, komm her. Gib mir dein Primate. Ja, und du auch, Rex. Du willst auch Primate geben. Jeder gibt Primate. Aua. Der beißt mich hier. So. Und ihr kommt auch noch dran. Nicht zu lange wegbleiben von eurem Flugsaurier, Flugvögelchen, Papagei nennen wir den. Jetzt habe ich zwei Tieren aufgeschreckt und gebissen und die werden gleich kommen. Also ich denke mal, der Säbelzahntiger ist schon unterwegs, ne? Okay. Die sind nämlich ziemlich nachtragend. Alles klar. Okay. Landen, Mensch. So. Wie sieht's aus? Bestimmt schon wieder über die Hälfte. Ja, weit über die Hälfte. Ich hätte sogar gar nichts mehr im Brachen brauchen. Aber ich gebe ihm jetzt einmal ein Prime Meat und dann reicht das. Und dann ist hier Schicht im Schacht. So. Zack. Wenn er das jetzt gleich essen wird, dann ist der sowieso voll. Ist egal, was ich jetzt mache. Also, wir haben jetzt gleich einen Demorphodon. Sehr, sehr tolle Tiere. Ihr könnt ja zum Beispiel, die Morphodons sind ja die Tiere, die man auf den Schultern tragen kann. Die kleinen Äffchen, die auch sehr, sehr schwer sind zu zähmen. Und es gibt noch
die neuen Kompis. Die Kompis könnt ihr auch auf der Schulter tragen. Ich finde aber ganz ehrlich, den Dimorphodon, den hier, ist einfach das Nonplusultra. Boah, ey, schreckst du mich gerade, Mensch. Okay, den nennen wir dann. Was war das eigentlich? Ein Männchen oder Weibchen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich will mal Mr. Oh, große Sterben angesagt da. Ist das ein Weibchen oder ein Männchen gewesen? Male. Okay, war richtig, Mister. Und seht ihr jetzt, zack, könnt ihr mitnehmen. Und wenn ihr sagt, ihr könnt dem Ziel, dem Tier auch ein Ziel zuweisen. Na, schmeißen wir mal runter. Na, woher? Attack this target und er greift jetzt das Ziel an. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil er läuft jetzt hinter dem. Okay, hat es gekillt. Man muss immer aufpassen, weil der läuft natürlich hinter so welchen feigen Tieren her, die abhauen. So, wo ist er? Na, kommst du nicht mit auf die Schulter? Ich habe, glaube ich, mein Dimorphodon gerade abgeschossen. Das macht nichts. Der kann mal ganz kurz liegen bleiben. Okay, also wie gesagt, ihr könnt den auf der Schulter tragen und Ziel zuweisen, und in den Instanz sind die wirklich Gold wert, und das würde ich euch empfehlen, immer einen mitzuhaben in der Instanz. Nee. So. Da liegt er. Gucken. Ihr könnt das übrigens auch so machen, damit das wer schneller fit wird. Gucken, ob ich jetzt gerade hier ein bisschen davon habe. Genau. Die Stimbären machen eure Tiere wieder fit. Ja, ich weiß, Tante Käthe, dass du mir folgst. Alles klar, okay. Zack. Jetzt geben wir dem hier alles reingepumpt. Und ihr seht, der Balken geht jetzt schneller runter, und könnt noch ein paar sammeln von den Bären, damit ihr den noch schneller wieder fit macht. So, wo ist er? Da ist er schon wieder. Ja, ich weiß, dass du sauer bist. Übrigens, diese Morphodons kriegt ihr, erkennt ihr aus dem Film, dem neuen Jurassic World. Das sind die Vögel, die in diesem runden, wie nennt man das, so eine Art Kuppel, Glaskuppel. Und dieser selbstgezüchtete Super-Mega-Dinosaurier Rex Raptor, der läuft doch dort ein Loch in das Glas, und dann strömen noch die kleinen Vögel überall raus. Das sind nicht nur die Pteranodon, großen Flugsaurier, sondern auch die Dimorphodons. Eben einen, den ich hier gerade auf der Schulter habe. Ich versuche mal gerade ran zu zoomen, dann zeige ich ihn euch nochmal. Nix, geht nicht. So, jetzt machen wir es eben so. So. So erkennt man das perfekt. Das sind nämlich die Vögel, die alle Zuschauer auch angreifen und beißen. Tolle Tiere, super nützlich hier im Spiel, und würde ich euch empfehlen. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss!